Hallo und welcome back zu einem neuen Video von mir und meinem Iced Coffee. Es ist so warm draußen, deswegen dachte ich mir, mache ich mir noch ein kühles Getränk, bevor ich hier das Video aufnehme. Es gibt doch nichts Besseres als einen Iced Coffee. Wir stehen schon richtig in meiner Küche. Ich dachte mir, ich nehme euch heute mal mit. Wir gehen nämlich in den Biomarkt zum Dance. Das ist der Biomarkt meines Vertrauens. Okay, auch nur, weil es der einzige Biomarkt in der Nähe ist. Okay, das wäre gelogen, weil wir haben auch noch einen Basic und eine Natura in Mannheim. Aber ich fahre immer nach Speyer, weil das irgendwie angenehmer ist. Da muss ich nicht in der Innenstadt parken. Ich kann da auf dem Dance-Parkplatz parken und irgendwie, ja, bin ich da so vertraut. Ihr wisst vielleicht, was ich meine, wenn man so einen Standard-Einkaufsmarkt hat, wo man eben immer hingeht. Und da werden wir gleich hinfahren, weil ihr werdet später noch die Tragödie meines Kühlschranks sehen. Der ist wirklich leer. Also wenn ich leer meine, dann ist er leer. Also wirklich leer, leer. Da ist nichts drin, was man in irgendeiner Weise gebrauchen kann, außer vielleicht Karotten. Genau, deswegen dachte ich mir, ich zeige euch dann meinen Biomarkt-Einkauf und danach gebe ich euch noch eine kleine Kühlschrank-Tour, was da sonst noch alles so drin ist an Supplements oder Condiments oder Sachen, die ich eben im Kühlschrank aufbewahre. Ich glaube, das könnte ganz interessant sein und es war auch tatsächlich ein Video, was sich viele von euch gewünscht haben. Genau, das ist das heutige Thema fürs Video und dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder, wenn ich beim Dance einkaufen war. Aber jetzt trinke ich erstmal noch in Ruhe meinen Iced Coffee. Übrigens, falls ihr euch fragt, was da drin ist, also Iced Coffee ist jetzt kein Rezept oder so, aber ich mache immer einen Kaffee, also ganz normal aus der Kapselmaschine. Dann lasse ich den kurz abkühlen, dann mache ich ganz viele Eiswürfel rein und dann Erbsenmilch aufgefüllt. Ich benutze immer die von Fly und dann mache ich immer noch so ein paar Stevia Drops mit rein für die Süße. Also es wird auch ohne schmecken, aber ich bin eine süße Maus, deswegen darf der Kaffee gerne ein bisschen süß sein. Back home und ich bin fündig geworden. Ja, ich wollte eigentlich gar nicht so viel kaufen, aber irgendwie im Biomarkt kauft man dann doch immer mehr, als man ja möchte. Ich zeige euch noch nicht, was der Einkauf gekostet hat, aber die Liste ist etwas länger geworden. Ihr könnt gerne mal in den Kommentaren schätzen, was ich ausgegeben habe. Und dann sage ich euch am Schluss, ob ihr richtig gelegen habt. Henry? Klaust du hier gerade den Kassenzettel? Ja, der war nämlich auch dabei. Gell? Der war auch dabei. Also nicht mit im Dance, aber meine Mama hat auf ihn aufgepasst. Und wir waren drin, gell? Voila, hier hätten wir die gute Ausbeute. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Vielleicht fangen wir erstmal hier bei dem unteren Part an, und zwar beim Tempeh. Das ist nach wie vor mein absoluter Lieblingstempeh von der Tempeh-Manufaktur, aber die haben jetzt nur ein neues Packaging. Finde ich irgendwie richtig cool. Vorher war das ja tatsächlich nur in dieser Plastikverpackung und sah nie so appetitlich aus für Außenstehende, die Tempeh noch nie probiert haben. Also das ist zumindest so meine Einschätzung. Und jetzt haben die so ein richtig schönes neues Packaging. Die Sorte hier, Soja Tempeh Barbecue, habe ich neu entdeckt bei uns im Dance zumindest. Ich weiß nicht, ob sie die ganze Zeit schon gab. Aber normal sind das hier immer so meine drei Go-Tos. Einmal der Naturtempeh, dann natürlich Lupinentempeh, der ist nicht aus Sojabohnen gemacht wie die anderen beiden. Und dann noch mit Curry-Flavor. Genau, also die sind eigentlich immer dabei, wenn ich in den Biomarkt gehe. Dann habe ich hier Schokolade mitgenommen, weil meine Schwester hat heute Geburtstag und ich wollte noch irgendwie so eine Kleinigkeit. Und da habe ich hier von Love Choc Schokolade entdeckt. Die ist richtig lecker und da stand so richtig cute alles Liebe drauf. Deswegen habe ich da einfach mal drei Sorten mitgenommen. Die ist mit Kokosblüten-Nektar oder mit Kokosblüten Zucker gesüßt. Aber auf jeden Fall habe ich die schon richtig, richtig oft gehabt und die ist eben auch roh, also perfekt auch so zu mitnehmen, weil die einfach so klein und handlich ist. Einmal noch Kakaonips, dann das hier ist Hibiskus Kakaonips, die Sorte ist neu, also ich hatte die noch nicht. Und dann noch Pikan Meersalz. Ich hoffe, ihr schmecken die. Dann habe ich noch Sprossen mitgenommen. Normal mache ich meine Sprossen auch sehr gerne selbst, aber irgendwie bin ich seit längerem einfach zu faul, weil das dauert ja auch immer und man muss die immer richtig gründlich auswaschen, damit die auch nicht irgendwie Schimmel oder irgendwelche Geziefer anziehen. Dann war ich noch in der Obstabteilung. Das ist ja eigentlich so
das, wo man zumindest bei uns im Biomarkt als erstes draufschaut, wenn man reingeht. Und irgendwie hat mich das alles so angemacht, weil es so richtig frisch aussah. Ich habe dann Äpfel mitgenommen. Das sind Braeburn. Normal mag ich immer am liebsten Granny Smith Äpfel. Aber die sahen irgendwie so knackig aus. Ich hatte da richtig Lust, einfach direkt reinzubeißen. Dann noch Avocados. Sind ja tatsächlich auch Obst, falls ihr es noch nicht wusstet. Dann, ich hatte diesen Sommer einfach noch keine Wassermelone. Und ja, klar, mit der Plastikverpackung ist es vielleicht ein bisschen unnötig, aber ich weiß nicht. So alleine eine ganze Wassermelone ist auch immer so ein Ding. Und da habe ich wenigstens gesehen, dass die gut aussieht. Und ja, deswegen habe ich jetzt einfach mal so eine Hälfte mitgenommen. Und dann haben mich hier noch diese Brombeeren richtig angelacht. Irgendwie, ich esse so selten Brombeeren, eigentlich immer nur Blaubeeren und oder Heidelbeeren und Himbeeren, aber die sahen einfach schön aus. Deswegen, das war eigentlich so das erste an Obst, was ich gesehen habe und dann hat der Rest gefolgt. So wie es halt ist, also eigentlich sollte man hungrig auch nicht einkaufen gehen. Naja, dann in der Kühlabteilung habe ich Soja-Joghurt mitgenommen, einmal Natur und dann noch die Alternative zu Quark, der ist also ein bisschen fester als der hier, beides von Sojade, aber ich mag auch sehr gerne den von Probamel oder auch von der Eigenmarke von Dance. Deswegen sind heute sind es die geworden, immer mal unterschiedlich. Und was ihr auch im Kühlregal findet, ist das Kimchi oder das neue Kimchi von Complete Organics. Müsstet ihr eigentlich auch von mir kennen. Da gibt es ja auch super viele verschiedene Sorten. Allerdings nicht alle im Biomarkt. Also online habt ihr die meiste Auswahl, wenn ihr direkt bei Complete Organics bestellt. Ich hatte auch mal einen Code. Lasst mich sehr gerne mal in den Kommentaren wissen, ob ich mal wieder nach einem Code bei Complete Organics nachfragen soll. Dann könnt ihr das auch einfach online bestellen und wird es ganz einfach zu euch nach Hause geliefert. Ja, ist sehr gut für die Darmgesundheit, weil es eben fermentiert ist. Genauso wie eigentlich auch Tempeh. Also da sind auch so Probiotika-Kulturen mit drin, die eben sehr gut für die Darmgesundheit sind. Dann noch aus der Tiefkühlabteilung. Ich musste mich zusammenreißen, weil ich hatte echt schon richtig, richtig lange kein Eis von Ice Date mehr. Und da gab es 4 verschiedene Sorten. Einmal noch Dark Chocolate, dann Almond Vanilla, auch mein Favorit, Mango Maracuja und Creamy Berry. Und ich habe mich jetzt hier für Creamy Berry entschieden, weil ich habe auch tatsächlich gar keinen Platz mehr in meinem Kühlschrank oder zumindest in meinem Tiefkühlfach. Und deswegen konnte nur eine Sorte mit. Und dann noch, das hatte ich bisher auch noch nie, also ich hatte schon öfters solche Nudeln, aber noch nicht die hier von der Marke. Und zwar sind das so Kichererbsen Soja Fettuccine. Ich dachte eigentlich erst, es wären nur Kichererbsennudeln, aber ich habe dann gesehen, dass es 58% nur Sojabohnen sind und der Rest Kichererbsen. Naja, haben sie eben noch mehr Protein als nur mit Kichererbse. Und da könnte ich mir richtig vorstellen, also entweder natürlich mit so Pasta und Pasta, logisch, das ist Pasta, mit Tomatensauce und sowas, aber vielleicht auch als Nudelsalat, so ein proteinreicher Nudelsalat, könnte ich mir jetzt kalt im Sommer auch sehr gut vorstellen. Ja, und das war auch schon alles, was ich im Biomarkt gekauft habe. Und jetzt noch die große Preisfrage, ob ihr richtig gelegen seid. Und zwar habe ich 57,34 bezahlt. Ja, also an sich ist es okay, weil so Sachen wie Tempeh oder die Nudeln und sowas halten sich ja auch ein bisschen länger. Also ich versuche meistens so einen Block immer in 2 Portionen aufzuteilen, aber manchmal esse ich auch komplett eine Portion. Es kommt voll drauf an. Und die Nudeln halten sich natürlich länger. Kimchi hält sich länger. Schokolade verschenke ich. Sprossen halten sich länger. Ja, sowas hier, also das esse ich meistens immer in einer Portion, so ein Becher. Aber das macht ja auch jeder komplett unterschiedlich. Genau. Und das räumen wir jetzt mal in den Kühlschrank ein. So sieht mein Kühlschrank übrigens aktuell aus. Also es befindet sich nichts darin, also wirklich nichts. Das ist richtig, richtig sad. Also hier, klar, ist noch irgendwie Senf und was ist das? Irgendwie so ein Apfelmark. Ja, Früchtepüree, Apfel, Rhabarber. Aber sonst an frischen Sachen ist nichts, außer Spinat. Das hat meine Mama mir gestern noch mitgebracht. Und Karotten, weil ich die halt super gerne snacke und in Nussmus dippe. Aber sonst ist an frischen Sachen hier wirklich gar nichts drin. Ich kann euch ja ganz kurz noch hier die Ecke zeigen. Also ich habe immer natürlich pflanzliche Milch da für meinen Coffee. Dann habe ich hier noch Apfelessig. Dann gammelt hier noch ein Proteinriegel von Numuv drin. Irgendwie habe ich den mal da reingemacht, weil ich den irgendwie kalt essen wollte. Aber seitdem steht er da einfach drin, weil ich mittlerweile die von Hey am liebsten mag. Dann haben wir hier noch Ketchup. Das sind so verschiedene Sorten.
von Emils. Der ist nur mit Apfeldicksaft gesüßt. Richtig cool. Dann haben wir noch Miso-Paste von Complete Organics. Dann habe ich hier von Bitterliebe-Tropfen. Dann mein Omega-3-Supplement. 10% Code ist wie immer in der Videobeschreibung von Vivo. Das ist wirklich, also das gehört zu meinen absoluten Favoriten. Ohne das geht wirklich gar nichts. Das wird auch mit in den Urlaub genommen. Und wenn ich es nicht genommen habe, dann kriege ich keine Panik, aber ihr wisst, was ich meine. Es muss einfach in meiner Routine dabei sein. Dann haben wir hier noch Tamari, also das ist eine glutenfreie Alternative zu Sojasauce. Dann haben wir hier noch ein Pesto. Ich weiß nicht, warum ich es im Kühlschrank stehen habe, aber es ist noch nicht aufgemacht. Dann habe ich hier noch eine andere Sojasauce-Alternative, und zwar Lupinensauce, also die komplett sojafreie Variante. Dann haben wir hier von Koro noch einen Ingwer-Shot und einen Kurkuma-Shot. Auch da gilt mein Code immer 5% in der Videobeschreibung. Und hier oben habe ich einmal noch so Augenpads und sowas. Also das ist kein Food, aber die kann man hier richtig nice aufbewahren. Und wenn man sie braucht, sind die halt direkt kühl für die Augen. Also ich lieb's. Und dann ist hier noch mein Matcha-Pulver von Sunday Natural. Das sollte man auch im Kühlschrank aufbewahren. Das wissen auch viele nicht. Und dann habe ich hier noch so eine Marmelade, die ich irgendwie nie verwendet habe. Ja, ist irgendwie 90% Fruchtanteil. Genau. Und das wäre der traurige Kühlschrank im Vorherformat. Ich zeige euch schnell auch noch mein Gefrierfach, was da alles so drin ist. Also, hier oben haben wir erst einmal... Hallo Henry. Ich möchte hier was aufnehmen. Kannst du mal aufhören zu nerven? Kannst du mal aufhören zu nerven? Hier oben haben wir so gefühlt alles. Einmal gefrorene Bananen ganz geschnitten. Hier habe ich noch eine Beerenmischung. Dann haben wir hier noch Wagners Pizza. Einmal so Filetstückchen und Barbecue-Style. Das sind die Piccolinis, beziehungsweise das ist eine komplette Pizza. Habe ich noch nicht probiert, aber wow. Ich muss mal kurz den Kühlschrank zumachen und wieder aufmachen. So, jetzt sollte das Piepsen aufhören. Dann kommen wir einmal zu diesem Fach. Da ist so auch wieder gefühlt alles drin. Haben wir nämlich einmal hier noch von Avery verschiedene Gerichte und auch hier so Snacks, die man eben in der Gefriertruhe aufbewahrt. Und da hatten die mir einmal richtig, richtig viel geschickt. Deswegen habe ich hier noch ein paar Sachen übrig. Aber wie gesagt, sowas kann man ja immer mal gebrauchen, wenn es schnell gehen muss. Dann haben wir hier hinten Eis, das habe ich euch ja gerade gezeigt. Und dann habe ich hier von Planted so verschiedene vegane Alternativen. Einmal Kebab, Barbecue, Chicken Nature und Lemon Herb. Das ist alles auf Erbsenprotein-Basis. Genau, das ist das. Und da hinten verstecken sich auch noch andere komische Sachen. Das heißt andere komische Sachen. Zum Beispiel hier diese Gemüsestäbchen, die sind auch sehr zu empfehlen. Aber mein Gefrierfach ist leider echt richtig, richtig klein, finde ich. Oder guck mir das nur so vor, weil ich einfach so viel Zeug habe. I don't know. Und in der letzten Schublade haben wir dann jede Menge Holy Bowls. Hier haben wir noch Papaya Bowl, Tropical Bowl. Das habe ich nur aufgemacht, weil ich es einmal für eine Story zeigen musste. Ocean Bowl. Ich habe hier noch Mochi oder Mochi, sagt man ja eher. Und Acai Drops. Genau. Und das wäre meine Tiefkühltruhe. Eigentlich nicht so spannend, aber ja. Ich dachte, ich zeige es euch trotzdem mal. So sieht mein Kühlschrank jetzt übrigens nachher aus. Also immer noch kein großer Unterschied, aber wir gehen gleich noch alle anderen frischen Sachen kaufen. Das habe ich jetzt schnell noch bei Rewe gekauft. Hört ihr Henry im Hintergrund? Ja, auf jeden Fall habe ich frische Heidelbeeren gekauft, dann koffeinfreien Kaffee für meine Kaffeemaschine, Zucchini, Gurke, dann ein Gemüsemix, kann man nie was mit falsch machen. Also eigentlich habe ich immer gefrorenes Gemüse und gefrorenes Obst da, falls es mal schnell gehen muss. Dann das hier liebe ich aktuell, Roggenbrot mit Avocado obendrauf und Gurke. Dann Nachschub von meiner liebsten Milch und bei mir dürfen nie frische Blumen fehlen. Deswegen habe ich hier immer fürs Schlafzimmer, fürs Wohnzimmer und die hier noch für die Küche. Allerdings ohne den Topf. Ich habe die nur jetzt schon da reingemacht. Ich habe ehrlich gesagt den Kassenzettel nicht mitgenommen. Ich habe auch nicht drauf geachtet, was es gekostet hat. Aber ich schätze mal mit den Blumen so 20 bis 30 Euro würde ich jetzt einfach mal grob schätzen. Und das wäre es gewesen. Ich dachte mir, fürs Outro bin ich mal noch ein bisschen näher bei euch, weil irgendwie hier hinten
fühle ich mich so weit weg von euch. Deswegen komme ich lieber hier ein bisschen weiter zu euch vor. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Gebt dem sehr gerne einen Daumen nach oben, wenn es so war. Und ich habe tatsächlich auch schon andere Food Hauls, falls euch diese Themen interessiert. Ich habe einmal einen Koro Haul, wo ich immer so meine Koro-Favoriten zeige, die ich immer einkaufe. Und auch schon ein spezielles Video wirklich nur für den Biomarkt einkauft. Da habe ich tatsächlich, glaube ich, auch noch mehr gekauft. Die kann ich euch sehr gerne auch nochmal verlinken, falls ihr da nochmal reinschauen wollt. Und ansonsten freue ich mich dann im nächsten Video euch wiederzusehen. Falls ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, dann lasst sehr gerne auch noch ein Abo da. Und schaut auch sehr gerne auf Instagram vorbei. Da gibt es natürlich jeden Tag Daily Updates von mir. Genau. Bis zum nächsten Mal.